In diesem Teil der Clipserie erfährst du, wie es mir in der Türkei und Bulgarien ergangen ist. Ich wünsche viel Spaß. Von diesem wunderschönen Aussichtsplatz mit Blick auf Korfu setze ich meine Reise entlang der südlichen Küste Albaniens fort. Noch einen Kaffee und den Ausblick genießen. Und hier fülle ich nochmal an einer Wasserstelle meine Wasservorräte auf und lausche anschließend im Schatten einer Spatzenkolonie, welche sich in diesem Baum niedergelassen hat. Hier bin ich schon in Griechenland und sitze in einer Taverne. Als nächstes steht die Oxia-Schlucht an, welche ich von einem schönen Aussichtspunkt aus echt gut einsehen kann. Und direkt vor meinen Füßen geht es mehrere hundert Meter in die Tiefe. Hier in Nordgriechenland findet man zahlreiche Bogenbrücken und die sind alle sehr fotogen. Eine ganz versteckte Brücke finde ich hier. Also die Höhe dieser Brücke unterschätzt man vollständig, auch wenn man oben drauf steht. Das sind über 10 Meter die Bogenhöhe bis unten zum Wasser. Das ist Wahnsinn. Das kam mir vorhin gar nicht so hoch vor. Eigentlich wollte ich an der Brücke zelten, aber es gab kein ebenes Plätzchen dort. Also habe ich mich direkt an meinem Trek niedergelassen. Am nächsten Morgen Kaffee an einem großen Fluss mit einer recht langen Brücke, die darüber führt und mich wieder ein Stückchen näher bringt in Richtung des Olymps, den ich hier schon sehen kann und ganz schön majestätisch anmutet. Am Fuße des Olymps ein herrliches Gartenrestaurant. Wir würden es wohl Biergarten nennen. Da habe ich auf jeden Fall genug. Jetzt kann es drauf gehen zu Bullen. Aber ich bin nicht zu voll gefressen. Der griechische Salat war eher für 6 Personen. Dann geht's hinauf zum Olymp. Erst über eine Asphaltstrecke, dann wieder zurück, bis ich dann den Zugang über die Piste gefunden habe, welche mich zu einer Schutzhütte bringen soll auf 2400 Meter Höhe. Dort möchte ich meine Wanderschuhe anziehen und zum Zeusstuhl wandern. So, der Zeus muss noch ein bisschen auf mich warten. Ich bin bis auf eine Höhe von 2200 Meter gekommen. Und hier ist Ende Gelände. Die Strecke liegt noch mit Schneefeldern voll. Und ich muss da noch ein ganzes Stück hoch. Es gibt auch keine Spuren, weder Autospuren oder irgendwas, die da durchführen. Es scheint so, als hätten alle ihre Fahrt hier beendet, die hier hochgefahren sind. Übrigens sind hier nicht viele. Genau genommen bin ich hier ganz allein. Auf dem Berg oben liegt auch noch reichlich Schnee. Das heißt, wenn ich da hoch will, muss ich wahrscheinlich auch noch durch Schnee stapfen. Ich habe natürlich das geilste Wetter, hier hochzufahren. Und ich hätte auch das Glück gehabt, dass der Zeusstuhl nicht im Nebel steht. Aber was soll's. Ich muss jetzt umkehren, fahre wieder zurück. Die Übernachtung hier oben ist damit auch obsolet. Und es geht jetzt 14 Kilometer. Anstrengende Piste, dauerhaft bergunter. Ich glaube, hoch ging einfacher. Bin gespannt, wie es wird. So viel zum Status Olymp-Besuch. Aber total klasse. Auf dem Rückweg genieße ich nochmal die fantastischen Ausblicke, die sich hier oben vom Olymp bieten. Hier, da fahre ich den Olymp runter. Da steht einer unten mit einer Kamera und filmt mich. Und wer ist das? Habe ich sofort gleich erkannt. Der Walle. Ja, das ist absolut verrückt. Mitten im Nirgendwo triffst du hier einen anderen Biker. Ich habe seit 21 Tagen, wie ich unterwegs bin, kaum Motorradfahrer getroffen und fast nie jemanden aus Deutschland. Und dann bist du hier eigentlich am letzten Ort, weil es ist ja auch noch eine Sackgasse. Genau. Und es ist klar, dass man ab 2000 Meter Höhe, und der Weg geht ja höher, ja, vor einer Schneewand stehen wird. Und dann treffen sich hier zwei deutsche Biker. So, komm mal her, Leute. Komm mal her. Komm mal her. Der Hammer. So, das ist eine coole Sache. Das ist unglaublich. Während Walle sich mit Drohnenaufnahmen beschäftigt und anschließend die Fahrt nach oben fortsetzen will, setze ich meine Rückfahrt zum Fuße des Olymps fort. Am Fuße angekommen besuche ich nochmal das Gartenrestaurant, treffe dort auf Jürges und Johannes, die gerne mal einen rauchen. Für einen Moment lang kehrt Stille in meine Reise ein.
Ich überquere die Grenze zur Türkei und mache mich auf den Weg in Richtung Kanakale. Es ist schon dunkel geworden und ich entscheide mich trotzdem für eine Offroad-Piste, um bei Nacht einen guten Blick auf die weltgrößte Hängebrücke zu haben, welche Europa mit Asien verbindet. Ein wirklich beeindruckendes Bauwerk. Ich überquere die Brücke bei Nacht und befinde mich jetzt auf dem asiatischen Kontinent. Die Nacht im Zelt verbringe ich dann in einem kleinen Roma-Camp. Nachdem das Reiben mit Daumen und Zeigefinger aufgehört hat, kostet es mich ein paar Zigarren und am nächsten Morgen trinken wir gemeinsam einen Chai. Im Hafen von Kanakale schaue ich mir natürlich auch die Filmattrappe des trojanischen Pferdes an. Kann man machen, muss man aber nicht. Zunächst durchquere ich eine wundervolle Landschaft mit einsamen Seen. Im weiteren Verlauf führt mich meine geplante Strecke durch einen Naturpark, welcher sich jedoch am Ende als Sackgasse erweist. Ich muss 60 Kilometer zurück. Über kleinste Straßen und Pisten mache ich mich auf den Weg nach Bergama, um dort die Akropolis zu besichtigen. Ein bisschen Kultur muss sein, aber zu spät. Ich komme nach 18.30 Uhr an und der Bereich ist schon geschlossen. Am nächsten Morgen geht's weiter nach Pamukkale. Es hat wohl nichts mehr damit zu tun, was es früher einmal war. Es ist der absolute Touristen-Hotspot. Zwar immer noch sehr beeindruckend, doch was ich ganz besonders toll fand, ist Hierapolis, eine alte, zerfallene Stadt, die über den Kalkablagerungen von Pamukkale thronte und einst fantastisch ausgesehen haben muss. Da man viel laufen muss, empfiehlt es sich, entsprechendes Schuhwerk anzuziehen. Der Saldasee. Klingt wie Salz, sieht aus wie Salz, ist aber kein Salz. Einfach nur feiner weißer Kies, der den See rundherum säumt. Ein Besuch ist absolut empfehlenswert. Es geht weiter durch eine vom Marmorabbau geprägte Landschaft, einkaufen für die Nacht und dann habe ich den Gedanken, hier am Strand mein Zelt aufzubauen. Ist aber zu gut einsehbar von allen Seiten und ich entscheide mich, den Platz wieder zu verlassen, was mich dann am Ende mindestens eine halbe Stunde Schwerstarbeit kostet. Ein anderer Platz ist schnell gefunden und am nächsten Morgen geht es weiter nach Side ins All-Inclusive-Hotel, wo ich für 8 Tage eine Motorradpause mache und die Zeit mit meiner Familie verbringe. 8 Tage sind schnell vorbei und schon sitze ich wieder auf dem Motorrad, bereits 30 Kilometer nördlich von Side, finde ich einen abenteuerlichen Campingplatz. Western-Feeling pur. Was für eine Landschaft, die Farben, überall freilaufende Tiere. Einfach grandios. Dass ich mich bereits wenige Kilometer nördlich von Side in einer wunderschönen Berglandschaft wiederfinde, mit türkis leuchtenden Flüssen, damit hatte ich eigentlich gar nicht gerechnet. Insofern war die Auswahl, sich in Side mit der Familie zu treffen und von dort weiterzufahren, keine schlechte Idee. Gegen 8 Uhr am Abend überquere ich dann mit der Fähre bei Kanakale die Dardanellen
und ich befinde mich wieder auf dem europäischen Kontinent. Einen guten Zeltplatz zu finden, wird mir wohl nicht mehr gelingen. Ich habe nur ein Ziel. Mein Zelt soll so stehen, dass ich morgens auf die Brücke schaue. Und ich habe Glück. Die Sonne geht auch noch direkt darüber auf. Schon wenig später befinde ich mich an der Grenze zu Bulgarien. Dort treffe ich auf Jack aus Denver, Colorado. Ich lade Jack auf eine Tasse Kaffee ein und wir unterhalten uns. Ich hoffe, dass er auf seiner zeitlich unbegrenzten Reise die Möglichkeit findet, mich in Deutschland zu besuchen. Mich wird's freuen. Ich stecke in einem Dilemma. Nach meiner Offroad-Piste hier komme ich hier an so einen total geilen Campingspot an. Muss ich mal angucken. Baumschatten hier, rundum fast sehen, hinter mir Feld. Es ist allerdings erst 16 Uhr und mein Plan war, auf den höchsten Berg von Bulgarien oben auf dem Gipfel zu übernachten. Und jetzt muss ich die Entscheidung fällen, entweder jetzt noch 160 Kilometer fahren oder jetzt um 16 Uhr Feierabend zu machen, mein Zelt aufzubauen. Ich würde jetzt noch mal bis in die nächste Stadt fahren, die ist 10 Kilometer von hier. Mir vielleicht noch ein bisschen Brot holen, ich habe noch Suppe. Das würde mir heute Abend auch reichen. Ah, kann das Ding nicht ein bisschen später kommen, dann wäre es ja klar wie Kloßbrühe. Aber so, 16 Uhr ist also schon ein bisschen früh. Wenn ich jetzt nicht auf der Heimreise wäre, wäre es mir vielleicht egal. Aber ich glaube, ich mache das. Ich baue hier mein Zelt heute Nacht auf. Das ist ja so klasse. Mal gucken. Da hinten ist Osten, die Sonne geht im Nacken auf. Sonnenuntergang habe ich direkt vor der Nase. Oh, es ist herrlich. Und ich glaube, das Wasser ist auch ziemlich klar hier. Da kann man sich auch mal kurz drin baden. Zum Waschen reicht es allemal. Ja, da wird man echt vor schwierigen Entscheidungen gestellt. Ja, ob ich mich entschieden habe, werdet ihr dann später sehen. In den kleinen Ortschaften Läden zu finden, das war schon immer schwierig. Da kannst du immer nur an Tankstellen einkaufen. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Zeugs an der Tankstelle gekauft. Noch eine Flasche Wasser dazu. Eine habe ich nämlich verloren. Shit, die hatte ich oben drauf gebunden. Aber war klar, dass die in dem Gelände rausfliegt. Das war nur straßenfest. Naja, egal. Flasche Wasser ist wieder dabei und ansonsten Frühstück habe ich auch. Und ja, jetzt gucke ich, fahre ich zurück zu dem Wasser oder fahre ich hoch auf den Berg. Wer weiß, ich glaube, ich muss eine Münze werfen. Aber ich konnte mit Kreditkarte bezahlen, das war schon mal gut, weil bulgarisches Geld, Lever habe ich auch noch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mir welche hole, lohnt sich eigentlich gar nicht. Ja. Auf den Berg zu fahren hätte ich nicht mehr geschafft. Zurück zur Ursprungsstelle wäre jetzt zu weit gewesen. Ich finde eine andere Übernachtungsmöglichkeit. Auf Nachfragen erlaubte mir ein Restaurantbesitzer, hier an diesen Teichen übernachten zu dürfen. Piste fahren heißt immer Verschleiß an der Hinterradbremse. Ich hatte mir vorsichtshalber aber schon Bremsbeläge eingepackt, weil ich wusste, dass diese im Laufe meiner Tour ersetzt werden müssen. Sie sind noch nicht ganz alle, aber ich möchte kein Risiko eingehen, dass ich mir die neuen Bremsscheiben auch noch kaputt mache. Naja, es wäre noch ein bisschen gegangen, aber na, übersiehst du es und es wird zu spät. Lieber jetzt runterschmeißen, als zu spät. Runter müssen wir. Das ging schnell, oder? Ein Satz neue Bremsbeläge. Das wäre erledigt. Meine Reifen nicht mehr schön. Das ist nicht mehr schön. Ja, da ist mein Öl. Das will auch noch aufgefüllt werden. Ihr seht, es passt alles so problemlos in die Koffer rein. Reichlich Platz vorhanden. Aber ich packe jetzt erstmal mein Werkzeug wieder zusammen
Und dann schaue ich mal, dass ich in Rumänien Ölwechsel mache und gucke mal, ob ich da irgendwie einen Reifen finde. Mal einen Blick in einen Koffer werfen. Also da ist die Kiste mit meinem Werkzeug, was ich brauche. Das ist mit die schwerste Kiste. Topf und Pfanne. Dann hier ist noch ein Ölfilter drin und ansonsten alles voll mit Zigarren. Mein Gaskocher, die Ölflasche, die irgendwann wieder wegkommt, wenn ich den Öl wechsle. 3 Liter brauche ich, das ist also der dritte Liter. Dann habe ich hier noch für den Kettenöler, das brauche ich jetzt, den fülle ich nochmal auf. Ja, und dann noch Autan. Und das war es dann in dieser Kiste. Dann kommen dann noch die Schuhe da rein, die Boots, die Regenjacke und der Stuhl. Also hier ist auch noch massiv Platz drin. Ne? So, und jetzt fülle ich erst noch meinen Kettenöler auf, damit der auch wieder ordentlich die Kette ölen kann, weil der wird mir heute wahrscheinlich leer werden. Dann prüfe ich nochmal den Reifendruck. Dann ist das schon mal erledigt. Und ja, was haben wir hier? 2 Flaschen Öl, wie gesagt, Verbrauchsmaterial. 1 Kiste mit Speicher. Meine Uhr ist da drin, die habe ich da sicherheitshalber reingelegt. Also ein bisschen Elektronikzeug, aber auch nicht vollgestopft. Ja, Luftpumpe, elektrische Luftpumpe, ein Erste-Hilfe-Set, sprich Verbandszeugs. Und darunter ist nochmal 1 Kiste, so eine Box mit Ersatzteile. Lager, Radlager hinten und vorne und Lenkkopflager habe ich, glaube ich, auch mitgenommen, vorsichtshalber. Weil das hat ja schon eine kleine Rastmarke und ich habe gedacht, falls mir das verreckt, dass ich das wenigstens dabei habe. So, ansonsten war es das. Dann noch 1 Kulturtasche, 2 Wasserflaschen und die kleine Box da, da sind SD-Karten drin. So, Müllbeutel, Klopapier, Feuchttücher. Meine Kaffeekanne und die Thermoskanne, wollte ich sagen, um was zu trinken. Ja, also ihr seht, das ist nicht so viel, was da in den Koffern drin ist. Das meiste oder ein Großteil davon ist einfach Verbrauchsmaterial. Ja, und dann kann es losgehen. Hinauf auf den Botev, den 2. größten Berg Bulgariens und den höchsten Berg des Balkangebirges. So, es ist Sonntagmorgen. Ich habe eben gerade meine Bremsbeläge gewechselt hinten, Reifendruck kontrolliert und Kette noch mal ein bisschen geölt, Kettenöler aufgefüllt und fahre jetzt hier auf den Botev hoch. Das ist der, ich habe immer gedacht, das wäre der höchste Berg, ist der 2. höchste Berg in Bulgarien. Strecke ist ganz anspruchsvoll, steinig, Schotter, mal gröber, mal feiner, mal Waldboden, alles durcheinander. Habe mich jetzt gerade verfahren, habe einen falschen Abzweig genommen, werde jetzt gleich mal drehen. Und jo, macht Spaß. Und meine Reifen, ja, da ist nicht mehr so weit mit hin. Ich hätte jetzt heute, ist natürlich klar, auf den Sonntag, komme ich durch eine Stadt, wo ein Reifenhändler ist, wo mir vorhin ein Motorradfahrer gesagt hat, dort würde es Motorradreifen geben. Er würde die da auch kaufen. Also da würde ich sie wahrscheinlich kriegen, aber dann müsste ich jetzt noch bis morgen früh 9 Uhr hier in Bulgarien bleiben. Das wollte ich eigentlich nicht, sonst wird mein Zeitplan geht dann kaputt. Also ich werde jetzt hier heute hochfahren. Dann, hier gibt es schöne Flüsse. Das heißt, ich werde noch eine Badesession einlegen, Wäsche waschen. Und nach dem Wäschewaschen geht es dann in Richtung Rumänien mit der Fähre über die Donau. Und dann muss ich mal gucken, ob ich da, wie weit ich da komme, bis ich dann eine Stadt erreiche, wo ich vielleicht Reifen kriege. Wenn nicht, fahre ich einfach weiter. Ist halt so. Dürfen halt keine Matschstrecken kommen. Ja, für die Straße kann ich den noch locker 2.000, 3.000 Kilometer fahren. Also der würde so noch bis nach Hause reichen, wenn man ein bisschen Piano fährt. Ja. Ansonsten alles Molte Bene. Läuft. Schönen Campingplatz gestern Abend gehabt. Hab da einen Besitzer von einem Restaurant gefragt. Der hatte da so einen großen Park. Und ich wollte eigentlich nur auf den Berg fahren, aber das hat zeitlich nicht geklappt. Und der hat mir da gesagt, ich könnte mein Zelt dort aufschlagen, wäre kein Problem. Okay, ja, jetzt geht's weiter. Ja, für mich ist hier Ende Gelände.
Ich habe das Motorrad schon umgedreht. So, warum ist Ende Gelände? Ich zeige euch das. Der Schnee wird mir hier leider zu viel. Ich müsste genau hier da oben hin. Da geht der Weg lang. Und nein, da fahre ich nicht rein, ist ja klar. Schade, ich habe mich jetzt getraut, echt bis zum Gipfel zu fahren und jetzt fällt das wegen diesem Schneebrett hier aus. Aber wer weiß, vielleicht kommen da oben noch mehr. Ich sehe jetzt zu, dass ich meine Karre heile wieder runter bekomme. Und das sind ja auch noch ein paar Meter, die ich fahren muss. Bin da unten, bin ich hergekommen, da hinten, da wo das Schneebrett ist, da ganz oben, da oben muss ich ja lang. Da muss ich lang. Da oben rüber, bis da oben auf den Gipfel. Ja, es ist schon ein ganz schönes Stück, was ich noch fahren muss. Vielleicht mache ich dann da oben noch mal eine gescheite Pause. Ja, schade, ne? Och, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Die Piste hier, die ist aber auch echt heftig, ne? Also guckt euch mal hier diese Steine an, was hier alles so drauf liegt. Hier alles so ein Gerümpel und da fährst du drum rum oder drüber und was weiß ich nicht alles. Dann ist es jetzt auch noch nass. Könnte gleich sogar noch mal Regen geben. Ich meine, wobei das letzte Stück nach meinem Ableger, nachdem ich das Motorrad abgelegt habe, war noch mit das leichteste. Also das ging jetzt eigentlich ganz gut zu fahren. Also insofern bin ich jetzt froh, dass ich weitergefahren bin, dass ich da nicht umgekehrt bin. Also da, wo ich es hingelegt habe, das war auch wirklich das alleranstrengendste Stück. Da war ich zwar schon durch, aber danach wollte ich verpusten und das war der Fehler. Ich hätte noch mal ein bisschen Gas geben sollen und weiterfahren sollen. Na gut, okay, also jetzt geht's runter. Ja, so ist es. Also, weiter geht's. Und endlich finde ich meine lang ersehnte Naturdusche. Diese Badehose-Version ist rein inszeniert und nur für Zuschauerzwecke gedacht. Nach dieser Strapaze ist erstmal eine ordentliche Mahlzeit fällig. Danach geht es über den Biglimetopass, treffe noch eine YouTube-Bekanntschaft in Svetlin und dann geht es mit der Donaufähre rüber nach Rumänien. Wie es dort weitergeht, erfährst du im nächsten Clip. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.